Schleifenfliesen hat deine Klasse gemacht, echt? Oh, die hier finde ich super. Die ist übrigens von Versace. Die Farben sind ja echt ein Hammer für einen Drittklässler, habe ich recht? Oh, komm mal her und sieh dir die Kunstprojekte von Simons Klasse an. Die sind zauberhaft. Wow. Das Kind hat aber Talent. Ja, Bobby, das ist ein Untersetzer. Hey, du. Wie war dein Tag? Fabelhaft. Ich glaube ja fast, dass ich endlich einen Käufer für den Picasso-Linolschnitt in der Galerie habe. Wirklich? Das ist ja toll. Die Provision ist fast so hoch wie mein Jahresgehalt. Oh, Simon, das ist lächerlich. Die Provision ist 1000-mal höher. Und wer kauft ihn? Preston Mann. Er muss ein hohes Tier bei den Red Sox sein. Meine Güte, Simon, sind die Untersetzer hässlich. Jedenfalls musste ich ihn noch vom Kauf überzeugen. Und da habe ich gesagt, dass ich ein Red Sox-Fan bin und jedes Spiel sehe. Ach, echt? Ich mag die auch. Er steht überhaupt nicht auf die Red Sox, oder? Er würde nicht mal ein schlichtes Cappy tragen. Leider war ich so überzeugend, dass er mir 4 Karten für das Spiel am Sonntag aufs Auge gedrückt hat. Und jetzt müssen wir da alle dummerweise hingehen. Wir müssen? Nein. Du musst zum Zahnarzt. Du musst ins Gefängnis. Die Red Sox spielen gegen die Yankees. Das könnte das entscheidende Spiel in der Division sein. Wir wollten auf den Bauernmarkt fahren. Ja, ich weiß, aber Preston sagte, er würde uns beim Spiel Hallo sagen wollen und ich will ihn auf keinen Fall als Käufer verlieren. Ich glaube es einfach nicht. Mein Vater würde sich beide Beine abhacken, nur um das Spiel zu sehen. Ich möchte zwar nicht unbedingt, dass sich dein Vater verkrüppelt, aber wir haben nur 4 Karten. Hey, Hauptsache eines für mich. Mein Burrito ist fertig. Burrito? Er benutzt unsere Mikrowelle, Leute, für dreckige Dinge. Ich hätte eine Idee. Also, jetzt hört mal genau zu. Wie wär's, wenn meine Karte Bobbys Vater kriegen würde? Ich finde den Wein ja ganz schön tanninhaltig. Wirklich? Das ist ein 94er. Ach, kommt schon. Das wäre die perfekte Gelegenheit, Mr. O'Neill ein bisschen besser kennenzulernen. Und ihr würdet Bobby bestimmt glücklich machen. Diese 2 Dinge lassen mich genauso kalt wie eine wild gewordene Frau, die sich vor mir aufstellt und rumbettelt. Bitte, für mich. Oh Gott, sie macht ihr Gesicht. Nicht hinsehen, sonst geben wir noch nach. Wir haben auch schon mal 4 Stunden vor der Mauer gestanden, um von den Schauspielern von 90-210 ein Autogramm zu kriegen. Ist auf dem Stuhl da etwa ein Fleck? Okay, dann fragen wir ihn eben. Danke. Ich sag schnell, Bobby. Wie stellt sie das an? Wenn ich das wüsste, hätten wir dann Weihnachtskarten verschickt, auf denen Luke Perry drauf war. Stimmt wohl. Mein Pap geht zu dem Spiel? Das ist toll! Ja! Dein Schmollgesicht, hä? Vielleicht hat es was damit zu tun, aber weißt du, was super ist? Das ist die Chance, dass ich unsere Familien besser kennenlerne. Mein Pap wird aus dem Häuschen sein. Riecht das irgendwie schlecht? Oh! Ich find's nur blöd, dass du da nicht mitkommen kannst. Bobby, das ist ein Baseballspiel. Liz, es spielen die Sox und die Yanks. Cheetah, Gashapara! Ja, du sagst Worte, ich höre sie, aber ich fühle nichts. Ach, könnte ich in der Zeit nicht irgendwas mit deiner Mutter machen? Vielleicht hat sie Lust auf die etruskische Antiquitätenausstellung im Peabody. Du sagst Worte, ich höre sie. Am Samstagabend ist nichts mit lange ausgehen. Wir essen was Leichtes, gehen früh ins Bett und bei Tagesanbruch fahren wir los. Alles klar, Mom, keine Angst. Was habt ihr vor? Ach, bei Trumans ist wieder Sonderverkauf. 2000 wild gewordene Bräute zoffen sich wie Pitbulls um runtergesetzte Strumpfhosen. Um stark runtergesetzte Strumpfhosen. Ja, aber ich gehe nicht wegen der tollen Preise hin, sondern weil ich mich für letztes Jahr revanchieren will. Bist du immer noch wegen dieses pinkfarbenen Pullis sauer? Hey, Denise Pinsky hat ihn mir vor der Nase weggeschnappt. Das war der perfekte Pulli fürs erste Date. Hat er statt Knöpfen ein Klettverschluss? An dem Tag musst du allein klarkommen, Mace. Dann kann ich in Ruhe das Sox-Spiel sehen. Ich bin ganz froh, dass ihr nicht da seid. Was ist mit dir los? Du ziehst bei ein paar Schwulen ein und schmunzelst wie ein Irrer. Das ist nicht gut. Also, Papa... Es sollte eigentlich eine Überraschung werden, aber wir haben Karten für das Sox-Yank-Spiel am Sonntag. Ist nicht wahr, Bobby? Du hast mich das erste Mal umarmt, seit ich ein Kind war. Du kommst ja auch das erste Mal mit Sox-Yanks-Karten an. Wo sind die her? Wir gehen mit Philipp und Simon hin. Willst du mich nochmal drücken? Ich nehme die Umarmung zurück. Ich will da nicht mit den Sahnetörtchen hingehen. Hier, nimm mich mit. Ich werde mitgehen. Oh, da kommen sie schon. Wenn sie dir die Karten geben, sei bitte nett. Ja. Und dankbar. Ja. Und sei überrascht. Ja. Na? Hi. Danke fürs Kommen. Mr. O'Neill, meine Dads würden Sie furchtbar gern zu etwas einladen. Ja,
Vielleicht könntet ihr mal was sagen. Wir haben Karten für das Baseballspiel. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns begleiten würden. Oh, Karten. Wow. Ich bin dankbar. Und ich bin überrascht. Also dann. Ist das nicht toll? Das ist toll. Pap und ich gehen mit Simon und Philipp zum Sox-Spiel. Und Mom und ich machen hier die ganze Arbeit? Es ist Sonntag und ihr beide wollt zum Extrem-Shopping zu Trumans. Oh, ihr zwei geht shoppen? Es ist bloß ein Sonderverkauf, nichts Besonderes. Setz dich doch schon mal hin und ich bring dir was zu trinken. Okay. Mom, wieso nimmst du Liz nicht mit zum Shoppen? Sie würde sich freuen. Trumans ist kein Ort für Mädchen wie sie. Das ist viel zu hektisch. Da könntest du sie ebenso gut mit Schokolade überziehen und wirfst sie in ein Camp für Dicke. Für mich. Hast du eine Lähmung im Gesicht? Komm schon, Mom. Liz hatte nie eine Mutter, mit der sie shoppen war. Sie musste immer in die super teuren Boutiquen gehen und den vollen Preis zahlen. Armes Ding. Na schön. Aber wenn sie es nicht wieder zurückschafft, ist es nicht meine Schuld. Oh, siehst du dieses schicke Karo-Muster? Genauso sollte Rigoberto unseren Rasen auch mähen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir eine Luxusloge haben, hätte ich die Papiersitzbezüge zu Hause gelassen. Möchten Sie noch Sake? Arigato. Oh, hey. Oh, hey. Hallo Sportsfreunde, willkommen im Fenway Park. Das ist ein Teil des Parks, der mir absolut neu ist. Ich war noch nie in so einer Luxusloge. Vielen Dank, das ist Wahnsinn, unglaublich. Ist das nicht prima? Ich wusste gar nicht, dass Baseball so zivilisiert geworden ist. Wir haben Sushi, Sake und Susi. Darf ich Ihnen ein paar leckere Hors d'oeuvre anbieten? Ah, nein, danke. Ich denke, ich gehe einfach runter, hole mir einen Hotdog und ein Bier. Nicht nötig, Sir. Wir haben eine große Auswahl an einheimischen und importierten Bieren. Und wir haben verschiedene Arten von Hotdogs. Pute, Rindfleisch, Huhn oder vielleicht möchten Sie einen Hotdog mit Sojaersatz. Ein wer mit was? Das ist ein fleischloser Hotdog. Mhm. Sie meinen Brot. Bringen Sie uns einfach zwei große Hotdogs und ein paar Bier. Oh, ich nehme ruhig mal so einen Putendog, okay? Alles klar, bin gleich wieder da. Was würde die nur machen, wenn es kein Koffein mehr gäbe? Ist das zu fassen, Pap? Hier, Ledersessel, ein Fernseher. Ja, stell dir mal vor, irgendein reicher Typ würde seine Lieblingssendung verpassen, nur weil ein Spiel stattfindet. Ich find's gut, dass es diese Logen gibt, die für die kultivierten Fans sind. Aha, während normale Männer für ein Stadionbesuch einen Kredit aufnehmen müssen. Die Karten, der Parkplatz und das Dutzend 10-Dollar-Biere. Man muss doch keine 12 Bier kaufen. Sie waren wohl noch nie bei so einem Spiel. Es ist doch ganz einfach. Sie genießen das Spiel auf Ihre Weise und wir genießen es auf unsere Weise. Oh, sieh nur, die Vorher-Nachher-Show läuft gerade. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich freue mich, den Tag mit Ihnen verbringen zu dürfen. Schätzchen, du solltest deine Ohrringe abmachen. Hier wird gedrängelt und geschubst. Du könntest ein Ohrläppchen verlieren. Meins ist nach einem Monat verheilt. Entschuldigung, Verzeihung, die Damen. Wollen Sie nicht vielleicht vorgehen? Wieso haben Sie das getan? Glaub mir, Schätzchen, du willst bestimmt nicht ganz vorn sein, wenn die Türen aufgehen. Hast du der Soldat James Ryan gesehen? Die ersten Soldaten, die das Boot verlassen, schaffen es nicht bis zum Make-up-Race. Okay, Ladies, hiermit hat Trumans Sonderverkauf offiziell begonnen. Fürchterlich, feine Tatami-Matten auf einem langflorigen Teppich. Ich darf gar nicht hinsehen. Ich find's toll, dass Ihnen das Spiel so gefällt. Tja, Philipp, Baseball ist eine richtige Kunst. Das weiß ich von The Boys of Summer. Mhm. Sie haben das Buch gelesen? Ich hab gedacht, dass es um was anderes geht. Also, was ist jetzt los? Garcia Parra beruhigt gerade den Pitcher. Mhm. Ist das der dralle Blonde oder der sehnige Brünette? Der sehnige Brünette. Oh, da kommt Matsui aufs Homeplate. Oh, der Japs ist heute heiß. Also, das glaube ich ja wohl nicht. Hey, der Mann ist ein Knaller, Yankee, oder nicht? Das ist nun mal so. Ich glaube es einfach nicht. Sie haben ihn gerade Japse genannt. Na und? Wie, na und? Das ist eine Beleidigung. Das ist eine Abkürzung für Japaner. Aber ist Ihnen denn überhaupt nicht klar, dass Sie ein Klischee bedienen, wenn Sie ihn so nennen? Diese Hosen tragen? Komm schon, bleib ruhig, ja? Nimm eine Mini-Quiche, die sind fabelhaft. Wissen Sie was? Ich habe keine Lust mehr auf diesen politisch korrekten Mist.
Ein Japs ist ein Japser, ein Schwarzer ist ein Schwarzer und Sie sind, was Sie sind. Oh, dann nehme ich an, Sie haben auch kein Problem damit, wenn Sie jemand Mick nennt. Ich bin stolz darauf, ein Mick zu sein, so wie Sie ständig damit angeben, Schwuchtel zu sein. Wir sind cool, wir sind schwul, gewöhnen Sie sich dran. Hi, es amüsieren sich hier alle, wie es aussieht. Preston, wie schön, dass Sie mal vorbeischauen. Und vielen Dank für die Loge. Ich möchte Sie schnell mit allen bekannt machen. Lassen Sie mich raten. Sie müssen Simon sein. Ah, da steckst du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, tut mir leid, irgendwie sind hier alle total verrückt. Ich hatte eine Hose, die mir gefallen hat, aber die da hat sie mir einfach weggerissen. Lern was? Durch Zusehen. Oh, Herzchen. Die wird Ihnen fabelhaft stehen. Mhm. Jennifer Lopez hat ja zum Glück den fetten Hintern wieder in Mode gebracht. Siehst du? Setz einfach deinen Verstand an. Unglaublich, Sie sind toll. Danke. Die Frau da hat die Tasche, die ich haben wollte. Na schön. Jetzt weißt du ja, wie es geht. Geh rüber und hol dir die Tasche wieder. Was? Ich? Nein, nein, ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Es ist alles gut. Ich bleib hier und pass auf. Hm? Okay. Was? Die Tasche macht übrigens einen ziemlich fetten Hintern. Ah. Ich meine wegen Jennifer Lopez und so. Sehr gut, Herzchen, aber es ist überaus hilfreich, wenn das, was du sagst, auch Sinn ergibt. Hallo, Pinsky. Oh, Neil. Ich gewinne dieses Jahr. Da ist noch nichts entschieden. Gefällt dir mein rosa Pulli? Ja. Allerdings würde er besser aussehen, wenn da ein paar Möpse drin wären. Umkleidekabinen, Mäuschen! In diese Bude wurde nicht mal für den Feuerschutz gesorgt. Ich fürchte, die Anprobe findet hier statt. Einfach so, vor allem? Oh, schüchternes Ding. Maggie! Stell dich vor, Liz, während sie sich auszieht. Komm schon. Sieh mal, Denise wollte sie, aber ich war schneller. Ist die süß? Ist sie nicht süß, Liz? Oh, ja. Oh, sie ist wahnsinnig festlich. Liz, die würde dir ganz toll stehen. Gab's dann noch eine? Nein. Oh, okay, du kannst sie haben. Oh, nein, nein, schon in Ordnung. Sie gehört dir. Wer sie findet, kann sie behalten. Nein, nimm sie ruhig, wenn sie dir so gut gefällt. Dankeschön. Sie ist perfekt für dich, findest du nicht? Ja, ist schwer zu sagen, ohne sie an sich zu sehen. Stell dich vor sie, ich muss mich beeilen. Die haben gerade die BHs mit den kleinen Fehlern gebracht. Ist schon okay, ich komm klar. Danke. Und du hast recht, sie sieht an besser aus. Wie an? Angezündet? Tja, ich werde dann mal... Entschuldigung wegen des Missverständnisses. Also, ich konnte ja drüber lachen. Preston, ich werde den Picasso nächste Woche liefern. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, und ich freue mich schon auf den Rest dieses unglaublichen, nervenzerreißenden Spiels. Wir sehen uns. Ja, wiedersehen, bis bald. Simon, schnapp dir deinen Beutel, wir verschwinden. Schon? Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Doch, für mich schon. Wie, läuft kein Bette-Midler-Konzert im Fernsehen? Nein. Nein. So, wir gehen auch. Die Yankee-Fans, die ich mit Bier beschüttet habe, machen endlich einen Abflug. Setzen wir uns auf ihre Plätze. Ich will nicht woanders hin. Und hier sitzen wir doch toll. Außerdem kriege ich eine Creme Brûlée. Das ist hoffentlich der Name einer Stripperin. Ich finde, Bobby hat recht. Ich will noch das Ende des Spiels sehen. Was hast du bestellt? Tiramisu. Komm, Bobby, wir brauchen diesen Heidi-Teidi-Kram nicht. Lass uns zu den normalen Jungs gehen. Sie sagen immer zu normale Jungs. Wir sind auch normale Jungs. Nein, normale Jungs mögen Sport. Zu Ihrer Information, im College war ich in Sachen Sport ganz weit vorne. Sie halten es da unten nicht eine Minute mit den echten Männern aus. Ach, wirklich? Na, das wollen wir doch mal sehen. Okay, das werden wir sehen. Ganz recht. Okay. Meine Güte, auf Zwiebeln können Sie wohl nie verzichten. Wo sind denn die Sachen, die wir für dich gefunden hatten? Oh, also die Bluse hat nicht gesessen und die Hose war dummerweise aus 100% Polyester. Wissen Sie, ob es auch einen Tisch mit Naturfasern gibt? Was bist du denn für eine? Ich fand die Bluse cool. Was hast du mit der gemacht? Ich hatte sie nur kurz auf einen Tisch gelegt und dann war sie auch gleich weg. Es tut mir echt leid. Maddie und ich gucken noch mal rum und dann können wir gehen. Sie müssen sich meinetwegen nicht beeilen, okay? Mir gefällt's hier. Du musst uns nichts vormachen, Liz. Du passt hier einfach nicht hin. Ich passe hier hin. Hey! Ich hab gedacht, sie wäre eine Puppe. Tut mir leid.
Die Bluse. Oh, tut mir leid, ich hatte sie zuerst. Aber jetzt hab ich sie. Nein, du verstehst nicht. Die Schwester meines Freundes hatte die Bluse und sie war so nett, sie mir zu geben. Aber dann hat sie mir jemand weggeschnappt. Und ich habe schon mal versehentlich ihre Mutter beleidigt und der Zweck des heutigen Tages war, sich kennenzulernen. Und das läuft überhaupt nicht gut. Naja, und obwohl mir jeder einzelne Nerv meines modischen Geschmacks sagt, dass du sie kriegen solltest, diesmal geht's nicht. Wow, das tut mir echt leid. Natürlich kriegst du sie. Darf ich nur mal kurz das Label sehen, von wem die ist? Oh, klar. Doofe Kuh. Oh nein. Das ist nicht fair. Es gibt keine Fairness bei Truman. Du rückst sofort diese Bluse raus. Ma, sieh dir das an. Lied. Lass sie los. Lass du sie los. Du lässt. Oh mein Gott. Val Kilmer. Wo denn? Ha. Val Kilmer. Sie lernt dazu. Du kriegst diese Bluse auf keinen Fall. Bleib ruhig, dann passiert ja auch nichts. Wow, Schneewittchen kann zubeißen. Irgendeiner muss den Wachdienst rufen. Sie ist verrückt. Bitte? Ich bin verrückt? Oh, ihr habt alle geschubst, euch verstümmelt und rumgedrängelt. Ist es euch wirklich wert, eure menschliche Würde für ein paar billige Schlüpfer und so einen Quatsch zu opfern? Liebchen, es ist alles gut. Ich wollte nur, dass Maddie ihre Bluse kriegt. Warum können ihr nicht mal alle zivilisiert sein? Das ist meine Bluse. Au! Los geht's! Los geht's, Sox! Los geht's, Richtung Heimat! Ja, das ist Baseball. Ey, bist du blind? Was soll der Mist? Der ist schon auf der Base gewesen! Yeah! Toll gemacht! Können wir jetzt bitte abhauen, bevor der sich noch weiter auszieht? Ich wusste, dass die zwei es hier unten nicht aushalten. Papp, hör auf. Mach nicht aus einer Mücke einen Elefant. Ja, sie haben den ganzen Tag rumgejammert. Was haben sie denn für ein Problem? Was ich für ein Problem habe, das sag ich Ihnen. Beim Baseball geht's um harte Sitze, kaltes Essen und warmes Bier. Es geht nicht darum, in einem klimatisierten Penthouse zu hocken, Creme Brûlée zu schlabbern und mit zwei Schwulen rumzuschäkern. Papp. Wir sind übrigens auch nicht unbedingt Ihre größten Fans. Oh, Philipp, hier geht's nicht um uns. Wach auf und lies zwischen den Zeilen. Zwischen welchen Zeilen? Er hat Angst, seinen Sohn zu verlieren. Wie ist denn das gemeint? Ja, wie ist das gemeint? Ich kann ihm auch irgendwie nicht folgen. Weißt du noch, als Bobby mit Liz in einen Adam Sandler-Film gegangen ist und er hat ihr auch noch gefallen? Oh ja, wir haben sie ja gar nicht mehr wiedererkannt. Oh, ist das putzig. Sie sind einfach bloß ein großer homophobischer Teddybär, der Angst hat, sein Junges zu verlieren. Ihr Schwulen seid doch irre. Ich hab vor gar nichts Angst. Irgendwie finde ich, die Lady beschwert sich zu viel. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie mich Lady genannt haben. Hey, Lady, hinsetzen! Ach, halten Sie die Klappe. Können Sie nicht sehen, dass der Mann einen Durchbruch hat? Ich verpasse Ihnen gleich einen Durchbruch. Okay, das reicht. Ihr beide setzt euch jetzt hin. Ihr solltet euch nur ein Baseballspiel zusammen ansehen. Aber ihr musstet aus 9 Innings 9 Runden machen. Niemand ändert sich. Jemals. Ich nicht. Und du ganz offensichtlich auch nicht. Vergesst es. Vergesst das Spiel. Ich bin weg. Bobby! Versuch's hiermit. Jetzt weiß ich, warum Manny Ramirez Millionen von Dollar verdient. Das ist, als wenn dir einer mit dem Hammer auf den Kopf haut. Das war unsere Chance, einen Ball aus der Major League mitzunehmen. Und die haben's vermasselt. Hey, wir kriegen noch viele Chancen, wir beide. Hör zu, Pap. Ich ändere mich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die ganze Welt ist verrückt. Weißt du... Niemand will einfach nur ein gewöhnlicher Mann sein, der seine Frau liebt, in die Kirche geht und für seine Familie hart arbeitet. Hey, das ist alles, was ich will. Ich weiß, dass das mit Liz' Väter eine große Veränderung ist, aber vielleicht müssen wir uns nur besser kennenlernen, so wie Liz sagt. Wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, gewöhnen wir uns vielleicht aneinander. Hey, wie war das Shoppen? Wo habt ihr eure Tüten? Fragt Blondie. Keine Unternehmung mehr zusammen.